Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Teil von Seemannsgarn. Ich bin's wieder, euer Traxi. Heute unterwegs im Giulio Cesar Tier 5 Schlachtschiff der italienischen Flotte. Das Matchmaking hat hier Tier 4 und 5 Schiffe zusammengewürfelt. Beide Seiten haben zwei Flugzeugträger und in unserer Division ganz klassisch mit einem Schlachtschiff, Kreuzer und Zerstörer unterwegs. Ja, Verwerfungslinien ist die Karte im Modus Herrschaft. Und am Rundenanfang starten wir also hier rechts außen, C liegt vor uns und nach C fahren ist am Anfang immer so eine Sache. Wir waren ein bisschen am diskutieren, sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen. Unser Zerstörer meinte, nee, mache ich nicht, kann ich auch so ein bisschen nachvollziehen, weil gerade als Zerstörer ist es gar nicht schwer, am Rundenanfang da schnell zu sterben. Ja, der Kreuzer, der hat sich angeschlossen und irgendwie dachte ich mir so, jetzt C ganz unbewacht lassen, mal angenommen, da kommt eine größere Flotte durch, dann hätte das relativ schnell zur Folge, dass die Seite ganz offen ist. Und nachdem ich gesehen habe, was da alles kommt, dachte ich mir so, nee, irgendwas muss die aufhalten. Unsere Kamikaze bei B kriegt es plötzlich mit der Kuma zu tun. A sieht auch nicht so gut aus, C wird schon contestet, die Kuma wird getorbt. Aber hier überwiegen noch die schlechten Nachrichten. Naja, und so eine Danae ist ja nun eigentlich nichts anderes als ein Papierschiff. Und da ich sie in Reichweite habe, sie gespottet ist, dachte ich mir einfach so, na, guckst du mal, vielleicht passiert ja irgendwas Wunderbares. Ich versuche also, die Danae anzuvisieren, verschwindet auch wieder. Aber auf der Minimap seht ihr schon auch von der Fahrtrichtung her, was da alles auf C zufährt, und von daher ist der Gedanke, hier zumindest ein bisschen zu blocken, sicherlich nicht so verkehrt gewesen. Ja, wir sind also dabei, B zu cappen. A und C leuchten schon tiefrot. Und ja, da geht die Danae wieder auf, gespottet von unseren Fliegern. Die Kanonen sind auch schon fast nachgeladen. Die erste Salve hat er offensichtlich gut überstanden. Gucken wir mal, ob das bei der nächsten wieder so ausgeht. Ja, er ist jetzt wieder gespottet. Nächstes Torpedo-Schwadron kommt rein. Jetzt denken wir aber, okay, Isokase für mich persönlich die größere Bedrohung. Und switcht dann doch nochmal auf die Danae um. Nachdem die versucht, durch den kleinen Kanal abzuhauen. Und ja, da ist es da passiert, ne? Doppelzitadelle, vernichtender Schlag. Und das muss eigentlich weiter wundern. Also die Kanonen von dem Giulio, die haben ja schon ihren Ruf. Berühmt und berüchtigt, würde ich fast sagen. Und ja, da fällt's der Danae auch gerade auf. Algar One-Shot. Ja, eigentlich war es ein dritter Versuch, aber okay, so kannst du halt gegen Schlachtschiffe mit dem Schiff fahren. Ich gehe mal wieder so ein bisschen in den Fast Forward rein. Dreh wieder hoch, weil jetzt gibt's eine Torpedofliegerattacke. Zumindest dachte ich, dass der Träger mich angreifen würde, aber wir sind hier im Low Tier oder vergleichsweise Low. Und da versucht auch so ein Träger schon mal den anderen Träger zu torpen. Fliegt auch schon mal über den Schlachtschiff rüber. Was soll's? Anti-Air, egal. Na, das macht erst Spaß, wenn's weh tut oder irgendwie sowas, denkt man da manchmal. Und apropos wehtun, die 12.000, die haben sicherlich auch wehgetan. Ja, aber so ist das nun mal. Diese Flotte, die da von oben kommt, die haben zwar C, aber die haben es auch versäumt, hier weiter durchzudrücken. Und mittlerweile bin ich zum Glück nicht mehr ganz allein. Wir haben jetzt hier auf der Seite schon annähernd 4 Schiffe, teilweise noch vom Berg verdeckt. Aber ja, so ein Feuer, das macht mir erstmal gar nichts. Also da gibt es doch keinen Grund zu reagieren, zu löschen oder so. Nur wenn da so ein Schlachtschiff quer fährt, dann winkle ich halt ein bisschen an, gebe dir meine Breitseite und das ist nochmal 11. Ja, bislang wurde ich hier auch noch nicht gefokust. Ich glaube, unser Träger macht an der Stelle auch einen ganz guten Job. Also immer mal wieder ein Torpedo-Drop oder mit Bomben unterwegs, die Sushi. Die kriegt jetzt auch nochmal ein paar Torps. Das hilft insbesondere deswegen ganz gut, weil wir von den Trefferpunkten her hier sicherlich noch unterlegen waren. Das ändert sich jetzt gerade ein bisschen.
Ja, und der Schlachter, der merkt auch, dass das nicht so eine gute Idee war. 14 Sekunden bis zum Reload der Kanonen. Die New York steht eigentlich besser als die Sushi. Aber manchmal ist es einfach so, wenn du ein Schlachtschiff wegfahren lässt, das noch 4.000-5.000 hat, dann stehst du irgendwann wieder mit 12.000-13.000 gegenüber. Also denke ich mir, komm, letzte Salve, bevor ich hier meine Insel kuschel. Die geht nochmal raus auf die Sushi. Und die dreht auch weiter ein. Da gibt es noch eine Zitadelle und damit den zweiten Kill. Ja. Also nach wie vor weniger Caps, aber mehr Schiffe versenkt. Wir liegen von den Tickets noch hinten. Und ja, ich muss jetzt hier erstmal nicht ganz so geschicktes Manöver machen, aber was soll's? Ich meine, lieber mal in den Berg reinfahren als an Breitseite fressen. Nenn es Tactical Beaching oder wie auch immer. Ich glaube, die Aktion eben, mal ich mit der Zitadelle das Schlachtschiff noch rausgenommen habe, die hat sich schon gelohnt. Und so lange dauert es ja nun auch wieder nicht, bis man hier Wenden in drei Zügen durch hat. Und so geht es also weiter auf die New York. Die scheint im Moment das einzige Schiff zu sein, das da überhaupt noch ein Cap verteidigt. Torpedoflieger sind auch noch dabei. Unser Träger, wie gesagt, an der Stelle hilft dir wahnsinnig. Wir waren insbesondere am Anfang stark unterlegen auf dieser Flanke. Jetzt gibt es nochmal eine Salve von mir. Zwischendurch gönnt er sich noch ein Torpedo und dann ist auch das Schiff weg. Ja, 9 Minuten vorbei. 3 Kills. Ja, muss auch ab und zu mal sein. Also jetzt wieder ein bisschen fast forward, rein nach 10. Der Cap, der muss jetzt erstmal gesichert werden. Und während ich ja also weiter durchfahre, habe ich jetzt die ungeteilte Aufmerksamkeit beider Träger, so wie scheint. Die stehen offensichtlich beide recht nah an der Insel oben bei B7 müsste das sein. Und da kommen jetzt mal die Bomber. Wie gesagt, der Giulio, der ist kein Anti-Air-Monster, aber ab und zu trifft halt auch mal was. Das Doofe ist halt, selbst mit Autodrop auf hier können die Träger ja noch nicht Manual Drop machen, ist es mit dem Schlachtschiff gar nicht so einfach, hier alles zu vermeiden, was dann auf einen zukommt. Also jeden Angriff zu dodgen, gerade wenn zwei Träger gleichzeitig kommen, das ist aufgrund des Wendekreises der Ruderstellzeit so gar nicht möglich. Aber ja, wenn man dann schon was schlucken muss, dann es ist doch besser, vielleicht nur einen und nicht gleich vier, fünf oder sogar sechs Torpedos zu fressen. Ist klar. Da kommt schon der nächste Angriff. Bin ich jetzt so ein kleines Stückchen übersteuert. Das sah eigentlich gar nicht schlecht aus. Da bestimmt nur noch an der Außenseite. Glücklicherweise aber ohne Wassereinbruch. Ja. Weiter geht's. Arkansas. Turm weniger braucht er sowieso nicht mehr. Jetzt muss ich mal hart eindrehen. In diesem Fall genau den richtigen Zeitpunkt erwischt. Also hier der schöne Torpedo-Beat auf italienische Art vorgetragen. Und eigentlich hätte ich die Arkansas auch gerne noch platt gemacht, aber gut, da war dann der Kreuzer auf der rechten Flanke doch ein bisschen schneller. Ja, nächster Torpedo-Fliegerangriff. Dann steht ja noch eine New York vor mir, die hat auch nichts eiliger, als mich ständig mit HE voll zu schießen. Finde ich jetzt ein bisschen lästig, aber egal. Ich bleibe bei meiner AP-Munition, habe da auch volles Vertrauen rein. Die AP hat einen ganz guten Penetration-Wert. Ja, und wenn du auf 5 Kilometer so gegen Julio stehst, dann weist er halt auch irgendwann mal zurück. Und auch wenn mich das hier schon wieder Torpedofliegerangriff kostet, in dem Sinne auch das Schlachtschiff mit Zitadelle auf den Grund des Ozeans geschickt. Mittlerweile der vierte Kill. Ja, und hier oben ist jetzt eine ziemlich heiße Ecke, weil ich bin nun mal am nächsten dran an den Flugzeugträgern, bin daher auch die größte Gefahr. Krieg hier eine Salve nach der nächsten durch die Luft. Und da kommt schon wieder ein Angriff. Na, Zitadelle auf den Träger, das war vielleicht schon mal so das erste Zeichen von Vendetta, wie die Italiener sagen würden. Also ist langsam mal Zeit, hier zurückzuzahlen.
Die Yubari auf der rechten Seite, die macht einen ganz guten Job. Die scheucht nämlich jetzt den Träger nach vorn. Außerdem hat sie ihn offensichtlich auch noch im Schussfeld. Ich komme im Moment nur an die Tsuyu ran. Die Lengli, wie gesagt, die kriegt es gerade von anderer Seite. Außerdem war sie auch noch nicht so direkt für mich anvisierbar. Und jetzt guckt da der Bug um die Ecke. Und immer dann, wenn du denkst, jetzt machst du den Kraken, macht halt dann das Sickel, ne? Also ich meine, wem sage ich das Sickel in die Situation alle? Das ist manchmal, ja, manchmal undankbar. Hier kommt noch der letzte Autodrop. Und wie gesagt, man kann manövrieren wie Weltmeister, manche Dinge kannst du einfach nicht dodgen. Den habe ich also auch noch auf die Nase genommen, glücklicherweise hier ohne Wassereinbruch. Und so drehe ich jetzt also wieder hart nach links ein. Gib schon mal die vorderen Türme wieder auf den Schläger. Ja, zwei Penetrations. Mittlerweile 113.000 Schaden. 6 Zitadellen. Und zur Abwechslung kommt da mal wieder Torpedoflieger. Also dem sind die Flugzeuge mittlerweile fast ausgegangen. Ich habe jetzt 15 Flieger abgeschossen. Und ja, look, just one single Torpedo, könnte ich jetzt was sagen, ne? Also einen kriegt er noch abgeworfen, da krieg ich dann den Kraken. Und dieser eine blöde Torpedo, ne? Der haut natürlich auch noch ein Zeck rein, zerfickt mir das Ruder. Ja, kannst du nichts machen. Jetzt natürlich die Frage, was für Gefahren haben wir hier? Besteht jetzt eine große Wahrscheinlichkeit, dass man brennt oder nicht? Ist es vielleicht gefährlicher, Breitseite mit einem kaputten Ruder auf ein fast volles Schlachtschiff zu fahren? Deswegen entscheide ich mich jetzt also, den Ruderschaden zu reparieren, wieder ein bisschen reinzudrehen und mich um die Miyogi zu kümmern, die hier immer nach oben fährt. Und die wird jetzt durch die Torpedos auch so ein bisschen in eine für mich recht günstige Fahrtrichtung gedrückt. Also meine Shells, die schlagen da eigentlich ganz nett ein, fast wieder 11.000 auf denen. Großkaliber und Unterstützer an der Stelle gekriegt. Und ja, es ist auch nicht mehr allzu viel über, ne? Das ist das letzte Schiff. Also wir haben hier über die C-Seite im Endeffekt ganz erfolgreich gedrückt und ich möchte mal behaupten, dass es auch daran lag, dass ich am Anfang überhaupt diesen ganzen Rush gestoppt habe. Dafür haben wir jetzt eine spiegelbildliche Situation zu dem, was wir eben gesehen haben. Also B gehört uns nicht mehr, dafür haben wir A und C von den Tickets deutlich vorn und diese Runde ist gewonnen. Ja, und das hat sich ja mal richtig gelohnt. Ist eine Weile her, dass ich 6 Auszeichnungen auf einmal nach so einer Runde bekommen habe. Die 623.000 Credits sind zwar auch nicht schlecht, aber Unterstützer, Vernichtender Schlag, Feuerfest, Dreadnought, Kraken und Großkaliber. Und das auf dieser Tierstufe mit 131.000 Damage hat mir schon richtig gut gefallen. Der Cap hat sicherlich auch noch mitgeholfen. Und ja, Zitadellenkills, das sind so die Sachen, die eben im Spiel dann auch Spaß machen. Im Leaderboard, ja, deutlich erster, könnte man sagen. Die Yubari, die mich auf der rechten Seite begleitet hat, und auch die Tsuyu, die immer wieder angegriffen hat über C, kommen dann auf den Plätzen 2 und 3. Ja, was soll ich sagen? Mit so einer Runde kann man durchaus zufrieden sein. Auch im ausführlichen Bericht kann man nochmal schön sehen, dass ich es insbesondere auf Schlachtschiffe und Kreuzer abgesehen habe. 22 Torpedos entdeckt, dabei kamen mir offensichtlich 4 näher, als ich das gerne wollte. Erklärt dann auch den Dreadnought. Und ja, auf dieser Seite die Credits, da lief ordentlich was rein, also nach Reparatur immerhin noch über 600.000 übergeblieben. Und insbesondere was die EP und die Captain EP angeht, war das echt eine coole Runde. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Euer Traxy.